Herzlich willkommen. Wir sind alle betroffen von den dramatischen Nachrichten des Erdbebens der vergangenen Nacht und deswegen wird in allen Sälen des Meetings heute der Beginn mit einem Moment der Stille begonnen und der Versammlung, in dem wir uns hinstellen. Ich füge hinzu, dass wir als Meeting immer dazu einladen, alle Initiativen zu unterstützen, die von den Autoritäten vorgeschlagen werden in diesem dramatischen Augenblick. Und wir laden alle ein, alle Teilnehmer des Meetings, sich zu beteiligen bei der nationalen Sammlung, die von der Bischofskonferenz eingeleitet wird, besonders am 17. und 18. September für die betroffene Bevölkerung Gelder sammeln durch die Caritas, indem wir uns den Gefühlen des Papstes anschließen, geht unser Gedanken an die Opfer und ihre Familien und wir wünschen ihnen nahe zu sein, indem wir diesen Tag weiterleben und die Gelegenheit dieser Begegnung mit einer noch tieferen Ernsthaftigkeit. Denn wir brauchen die ganze Ernsthaftigkeit, die ganze Leidenschaft, die ganze richtige Aufmerksamkeit, um unseren Mitbrüdern im Mittleren Orient, im Irak, in Syrien, der ganzen Gegend beizustehen, die seit so vielen Jahren Opfer der Bomben und des Hasses sind. Eine ganze Welt, die von Millionen von Personen bevölkert ist, Kinder, Familien, vielleicht der größte Anteil des Dritten Weltkrieges, von dem der Papst in seinem berühmten Ausdruck gesprochen hat. Eine Welt, die wir heute für uns ist, so möchten wir sagen, heute bei diesem Treffen, für uns Europäer, die unser Du ist. Wir lieben es so sehr, wir lieben ihn so sehr, diesen Mittleren Osten. Und das haben wir immer so gefühlt im Meeting, in der ganzen Geschichte. Und es gab so viele unzählige Begegnungen, Zeugnisse, Begegnungen, Freundschaften. Und wir können sagen, mit denen und durch die wir gewachsen sind als Personen. Ein Du, das wir noch mehr verstehen wollen als das, was wir tun können. Aber alles, was wir tun können, wollen wir auch tun, ohne Unterbrechung und ohne irgendetwas zu ersparen an Energien. Wir werden dieses Thema angehen mit zwei Gästen, die besonders außergewöhnlich sind, jeder auf seine Art und Weise. Pater Firas Lutfi aus Syrien. Franziskaner, der Kustodie vom Heiligen Land. Und wir wissen, von der großen Freundschaft, die wir genießen mit der Kustodie, mit dem Kustode im Heiligen Land. Und er kommt aus Aleppo und wir wissen, was das bedeutet in diesem Moment, besonders in diesen Wochen und Tagen und was es heißt, dass er da herkommt gerade, wo er lebt und die Pfarrei des Heiligen Franziskus betreut. Und der andere außergewöhnliche Gast aus einem anderen Grund ist Jàn Figel, aus der Slowakei, seit kurzem wurde er Gesandter der Europäischen Kommission für die Förderung der Religionsfreiheit außerhalb der Europäischen Union. Da wurde er ernannt, eine neue Aufgabe, seit wenigen Mesen, ungefähr zwei, wenn ich mich recht entsinne, die sehr wichtig ist, diese Aufgabe.
wir können sagen, die öffnet, eine neue Seite von Europa eröffnet. Und dies ist die Gelegenheit, die außergewöhnliche Gelegenheit, die wir heute haben, das besser zu verstehen. Dass durch Jàn Figel wir besser sehen können, eben den Beginn einer neuen Seite von Europa als Institution, als Organismus, als Regierungsaufgabe und damit aber auch für eine Möglichkeit für uns alle, für alle europäischen Völker, die wünschen, dass sie sich zu eigen machen können. Und um dieses religiöse, dieses Thema der religiösen, der Religionsfreiheit kümmern können. Es ist sehr wichtig, dass Jàn Figel zum ersten Mal darüber sprechen kann, über diese neu übernommene Aufgabe. Und damit ist das wirklich eine großartige Gelegenheit für uns, sehr bedeutsam bei diesem Meeting. Minister Gentiloni konnte leider nicht teilnehmen, als Folge der dringenden Aufgaben, die ihm aufgegeben sind, wegen des Erdbebens. Ich werde gleich zu unseren Gästen zurückkommen. Jetzt kommt der Beitrag, das Grußwort von Pasquale Valentini, der Staatssekretär im Außenministerium von San Marino. Eine Republik, mit der das Meeting eine geschichtliche Beziehung hat, seit langem. Eine historische Beziehung, nicht nur institutionell, sondern eine Beziehung voller Zuneigung und Partnerschaft. Und auch diese Gegenwart hier bei uns, der Republik San Marino, ist eine Gegenwart der Öffnung auf die Welt hin. Vielen Dank. Danke euch allen. Besonders ersehne ich die Nähe und die Solidarität auszudrücken gegenüber den betroffenen Familien im Erdbeben und allen Autoritäten der italienischen Republik für all das, was geschehen ist in dieser Nacht. Um zum Thema des Meetings zurückzukehren, besonders dieser Begegnung heute Nachmittag, das Thema, den Frieden aufzubauen, besonders den Frieden in einer Gegend, die so komplex ist wie im Mittleren Osten. Das hat eine große Tragweite, die uns alle dahin führt, alle Anstrengungen zu unternehmen, damit diese Hoffnung, wieder jene Hoffnung, zu einem Faktum werden kann. Auch die kleine Republik San Marino, die Teil ist der Vereinten Nationen und des Europäischen Rates, empfindet auch angesichts aller Begrenzungen die Pflicht, einen Einsatz und einen Beitrag zu leisten. Und ich möchte sagen, dass es schon eine Verbindung gibt mit der Custodia des Heiligen Landes, als auch mit Initiativen des Europäischen Rates, der Europäischen Union, dass San Marino auch einen eigenen Einsatz bringen konnte. Als kleiner Beitrag möchte ich nur zu diesem Treffen zwei Betrachtungen anstellen. Die unseren Beitrag besser beschreiben. Die erste Betrachtung gilt der Aufmerksamkeit gegenüber der religiösen Dimension der Person. Es wäre ein Irrtum, wenn Europa und die europäischen Länder, die eine so wichtige Aufgabe in der Forschung des Gleichgewichts für den Frieden der Welt haben, wenn die dächten, dass man das ohne religiöse Dimension lösen könnte. Ein großer Irrtum. Die zweite Betrachtung betrifft die Organismen, die internationalen Organismen, Organisationen, die sich daran erinnern müssen, aufmerksam zu sein auf die Tatsachen der realen
Form des Zusammenlebens dort. Es gibt schon Beispiele des Zusammenlebens, von Frieden, dass das möglich ist, auch unter unterschiedlichen Kulturen und Religionen. Oft meinen die Organisationen, Lösungen zu finden und vergessen das, was schon da ist. Das ist ein anderes Element an Realismus und Konkretheit, der Hinweis geben kann, wie man diese Aufgabe weiterentwickeln kann. Daher hat die Republik San Marino diesen Ort des Meetings gewählt und die Gelegenheiten des Meetings als sehr wohl entsprechend gegenüber der Berufung, die wir als kleines Land empfinden, nämlich Respekt gegenüber der Person zu bringen. Und daher ein herzliches Dankeschön, dass auch die heutige Begegnung für uns eine positive Provokation in diesem Sinn sein wird. Danke. Pater Firas Lutfi ist vor wenigen Tagen aus Aleppo gekommen, hat mit uns diese Tage des Meetings gelebt. Und wir möchten ihn fragen, bitten, uns zu helfen, noch besser, näher hinzuschauen und tiefer auf dieses Du in seinem Land, was Syrien ist. Er spricht ein wunderbares Italienisch und deswegen könntet ihr das alle wertschätzen. Ich bitte Sie um Ihr Zeugnis, Pater. Herzlich willkommen, schönen Abend an alle. Erlaubt mir, dass auch ich im Namen meines Volkes, meines syrischen Volkes und besonders im Namen der Menschen, die seit 6 Jahren leiden in diesem schrecklichen Krieg, dass wir uns vereint fühlen mit eurem Schmerz dieses Erdbebens, das gestern euch getroffen hat und Personen, unschuldige Personen getroffen hat, Häuser zerstört hat, dem Erdboden gleichgemacht hat. Und das ruft das heraus, was wir leben und erleben in unserem Land. Wir fühlen uns eurem Leid daher besonders verbunden, weil wir das sehr gut nachvollziehen können. Das Zweite, was ich unterstreichen möchte, ist ein Dankeschön, ein sehr tiefes und aufrichtiges Dankeschön für die Einladung. Denn das war zugleich aber auch eine Provokation, das anzunehmen oder nicht anzunehmen, indem ich die Umstände angeschaut habe, in denen ich lebe. Ihr wisst, dass die Stadt von Aleppo ist wie ein bisschen das Mailand unseres Landes ist, Zentrum der Lebendigkeit, des Handels, der Wirtschaft, sofort nach Damaskus. Und doch ist es heute die am meisten betroffene Stadt des Krieges. Der Höhepunkt des tragischen Geschehens ist, wenn die Nabelschnur geschnitten wird, der ganzen Stadt, die Nabelschnur durchschnitten wird. Die einige Straße, die Aleppo verbindet mit dem Rest von Syrien, wer das Land verlassen möchte. Diese Straße wurde vor 10 Tagen geblockt durch eine Schlacht zwischen syrischer Armee und den Dschihadisten. Ich habe das sofort mitgeteilt. Ich nehme eure Einladung an, aber nur wenn sich die Straße wieder geöffnet wird, freigegeben wird. Und es ist nicht gesagt, dass wenn sie wieder eröffnet wird, dass man dann auch darauf reisen kann und sicher reisen kann. Das, was ich durchlebt habe, war wie eine Geisterstadt. Wir waren fast noch die Einzigen. Der Pater Francesco Paton war noch da, der Custode und Pater Simone. Der Eindruck von Pater Francesco, der zum ersten Mal nach Syrien gekommen war, nach Aleppo insbesondere,
war dieser. Maximal habe ich in meinem Leben ein Erdbeben erlebt, die Tragik einer solchen Zerstörung. Aber noch nie habe ich in meinem Leben eine gesamte Stadt gesehen, die dem Erdboden gleichgemacht worden war. Er hatte aber den Mut und hat wörtlich gesagt, das, was mich gedrängt hat, hierher zu kommen, dennoch ist, dass ihr Brüder hier seid. Ihr seid meine Mitbrüder und auch eure Gemeinschaften zu finden und ihnen zu begegnen. Die Christen, die geblieben sind in Aleppo, die Widerstand geleistet haben gegen jede Form der Versuchung, das Land zu verlassen. Ich möchte nicht zu lange das beschreiben mit allen Details, was da gerade geschieht in Aleppo. Meiner Meinung nach hat Pater Ibrahim letztes Jahr schon sehr viel darüber gesagt. Er hat das wirklich beschrieben, wie man jeden Tag dort lebt, in dieser dramatischen Art und Weise, wie eine Familie, um zu überleben, ein Leben lebt, das unter der menschlichen Würde ist. Und dennoch jeden Tag eben das Leben leben muss, ohne Wasser, ohne Strom, ohne Nahrung. Und besonders, es fehlt Sicherheit. Bombardements Tag und Nacht. Vielleicht zitiere ich gleich den Propheten Jeremias, die sehr gut beschreibt, wie ein Bürger das tägliche Leben durchlebt. Jeremias sagt in Bezug auf dem, was geschehen ist, das große Unglück hat mein Volk getroffen, eine tödliche Wunde. Wenn ich hinausgehe auf das Land, sind alle vom Schwert durchbohrt. Wenn ich in die Stadt gehe, dann sterben alle vor Hunger. Dort gibt es weniger Schwerter, aber sehr viele Bomben, die jeden Tag Hunderte und Hunderte von Leuten, unschuldigen Leuten treffen und töten. Wisst ihr, dass die Zahl der Toten in diesem Krieg, der so schrecklich ist, inzwischen 380.000 Personen überschritten? Die Hälfte sind Kinder und Frauen. Auch das große Erbe der Menschheit, ein archäologisches Ort, der ein Symbol ist, was die Schönheit der alten Städten von Syrien ist. Syrien ist dieses wunderbare Land hoher menschlicher Kultur seit Jahrtausenden und auch am Ursprung der apostolischen Kirche steht. In der Apostelgeschichte werden wir als erstes dort Christen genannt. Also diese ganze Schönheit, dieses Mosaik der Menschheit geht verloren, wird zerstört. Alles liegt in Scherben durch die Angriffe von ISIS. Es würde reichen, einen archäologischen Professor zu zitieren, der 40 Jahre lang unermüdlich gearbeitet hat dort und der sich Palmyra gewidmet hat, Professor Buccellati, den ich hiermit begrüßen möchte, mit seiner Frau. Ich glaube, dass auch für ihn wie für mich die Tränen kommen, was in diesen Bildern zu sehen ist. Keine Totensteine, sondern Steine, die eine Geschichte geworden waren, ein Mosaik der Menschheit. Die ganze Menschheit leidet, eine Verstümmelung. Er leidet dort eine Verstümmelung, wenn dies kaputt gemacht wird. Und ihr seht diese kleinen Kinder, die neben den Scherben und Bruchstücken spielen. Wir haben drei Wirklichkeiten unter der Verantwortung der Franziskaner. Das Wichtigste ist die Pfarrei von Pater Ibrahim. Er ist der Pfarrer, von dem ich Vikar bin.
Er hat viel davon gesprochen und erzählt, als sogar die Kuppel zerstört wurde und aus Gnade Gottes 400 Personen das Leben gerettet, die darunter gerade beim Beten waren, ohne Waffen zu haben und ohne jemanden anzugreifen. Diese Kinder leben weiter dort, trotz der ganzen Trümmer um sie herum. Das ist dem heiligen Bonaventura gewidmet und es vergeht keine Woche, keine 10 Tage, ohne dass wieder neue Angriffe stattfinden. Man ist ermüdet, das wieder aufzubauen, weil gerade haben wir wieder etwas aufgebaut und ein paar Steine draufgefügt, kommt wieder eine Rakete und zerstört das, was wir in den Tagen davor aufgebaut haben. Also wir sind es müde zu restaurieren und wieder aufzubauen im Moment, diesen Konvent. Und dennoch, ihr seht auch diese Madonna, die Symbol des Widerstandes ist, in Anführungszeichen. Symbol der Personen, die nicht daran gedacht haben, wegzugehen, trotz all dieser Zerstörung. Vorgestern kommt ein Familienvater und sagt mir, hören Sie, der Hunger, den haben wir ertragen, auch den Durst. Auch Mangel an Strom. Aber Vater, zu sehen, dass einer meiner Söhne getroffen wird oder verstümmelt wird, das kann ich nicht mehr ertragen. Also geben Sie mir den Segen, die Taufe und lassen Sie mich gehen. Die Taufurkunde und lassen Sie mich gehen. Eben mit diesen Objekten, die keine heiligen Objekte sind, werden wir bombardiert. Jede Woche, Woche für Woche, sie bestehen aus Gas, die mit explosivem Material gefüllt sind und die Dschihadisten schicken sie uns diese in Anführungszeichen Geschenke, besonders an Weihnachten und Ostern, weil sie wissen, dass da die meisten Christen leben und dann machen sie uns dieses Geschenk in Anführungszeichen. Dieses Bild zeigt den Exodus der vielen Menschen, der vielen Unschuldigen, die nur einen Raum der Ruhe und des Friedens finden für sich und für ihre lieben Familienangehörigen. Zuletzt am 21. März, das ist mein Haus, ein ehemaliges Kolleg, was dem heiligen Antonius von Padova gewidmet ist, haben wir 20 Personen, Alte und Kranke aufgenommen, nachdem deren Haus zusammengefallen war nach einem Bombardement. Wir haben sie mit Freude bei uns aufgenommen und in diesem Loch, was ihr da seht, aus diesem Fenster, ist eine Rakete gekommen. 94-jährige Person kam raus und noch andere Verletzte. Es füllten wenige Zentimeter und diese Rakete hätte ins Fenster getroffen und hätte alle diese Personen getötet. Ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll. Manche Dinge erklärt man nicht mit dem Intellekt. Aber ich habe auch einen göttlichen Beitrag gesehen. Diese armen Christen. Schon sind sie Gast bei den Franziskanern. Jedes Mal, wenn was passiert, dann können sie nicht schlafen. Und dennoch, an jenem Tag wurde ihr Herz von einer anderen Bitterkeit betroffen, die nicht mehr ruhig bleiben kann, nicht mal in einem Konvent. Hier ist die alte Signora, die getötet wurde. Ich dachte, ich könnte noch etwas für sie tun. Ich konnte diese Frau noch ins Krankenhaus bringen. Es wirbt wie ein Gekreuzigter. Die Reste von dieser Rakete oder von mehreren Raketen, die uns getroffen haben. Da der Titel des Treffens ist, wieder jegliche Hoffnung zu hoffen.
ich würde sagen, hoffen gegen jede Verzweiflung. Wir lassen uns nicht von den Bomben besiegen, von der Versuchung zu fliehen, zu sagen, es genügt, wir schaffen es einfach nicht mehr. Wir müssen wieder aufbauen. Und hier mit meinen Händen konnte ich ein paar Steine aufeinandersetzen. Ein ganz symbolischer, einfacher Gestus. Es gibt Personen, nicht bösartig, aber unglückliche. Ein Terrorist, ein Dschihadist ist nicht bös in sich. Denn auch er ist ein Bild Gottes. Aber er hat falsche Entscheidungen getroffen. Er hat eine falsche Ideologie angenommen. In einem Kontext, der ihm sagte, der andere ist kein Gut für dich. Also bring ihn um. Beseitige ihn. Mit dieser Geste wollen wir das Gegenteil sagen. Der andere, diese Frau, ich nenne sie meine alten Damen, sind ein Gut für mich. Ein Gut für uns alle. Personen, die nichts anderes wollen, als einen Übergang zu finden, einen heiteren Übergang ins ewige Leben. Wir wollen ein Zeichen geben eines Wiederaufbaus des zum Martyrium gequälten Syriens wegen der Intoleranz, wegen der Mentalität und dem gelähmten Denken der Leute. Wir suchen Brücken zu bauen und Frieden zu bauen. Aber es ist nicht leicht. Das, was ich in wenigen Worten sagen wollte, ist nicht leicht. Hier möchte ich zitieren diese Worte, die Johannes Paul II. Gesagt hat, als er über die gleiche Situation nachdachte, der Verzweiflung, des Krieges, von Problemen, die jenseits unserer Toleranz gehen. Es ist notwendig, dass die Gewissheit wächst, dass es jemanden gibt, der das Schicksal der Welt in der Hand hat. Einer, der die Schlüssel von Tod und Hölle in der Hand hat. Einer, der Alpha und Omega der Geschichte des Menschen ist. Sei es der Geschichte des Einzelnen, wie auch des kollektiven Lebens. Und dieser ist eine Liebe, die zum Mensch geworden ist und präsent, gegenwärtig ist unter den Menschen. Diese Personen, die Symbol sind, was brauchen sie? Nicht nur Brot, nicht nur vom Brot lebt der Mensch, so würde Jesus sagen, sondern auch von Zuneigung, von Gesten der Liebe, der Nächstenliebe, von Leidenschaft für den Menschen, berührt zu sein von den Menschen, seinen Schmerz zu empfinden, sein Bedürfnis zu empfinden, eins zu werden mit dem anderen, so wie er ist. Dieser Händedruck war authentisch, um zu sagen, du Pater bist ein Gut für mich. Dieser Händedruck ist eine Geste des Vertrauens. Das war jemand aus dem syrischen Parlament, das sind islamische Freunde, die oft kommen, zweimal im Monat mindestens, sind Freiwillige des Roten Kreuzes und sie kommen mit diesem Lächeln zu uns, um zu sagen, diesen anderen Personen zu sagen, die betroffen sind, weil sie eine Person verloren haben und so traumatisiert sind, um ihnen zu sagen, auch wir sind bei euch, trotz des Leidens, des Dunkels, des Schmerzes. Auch wir sind da. Ihr seid ein Gut für uns, für mich. Diese Initiativen der Aufnahme ist ergänzt durch ungefähr 60 Kinder, die taubstumm sind. Dieses Kind lernt zu hören und zu sprechen. Nun gut. Diese Schule ist die einzige in Aleppo. Die einzige in dieser Zone, in der die Schule ist, wird immer wieder betroffen von Bombardements und Raketen. Wenn es nicht die Hoffnung gegeben hätte im Herzen der Leute, die diese Schule betreiben, als gut für die anderen, für diese Kleinen, für die Kleinsten der Kleinen, wie Jesus sagen würde,
hätte es wäre nicht möglich gewesen, in die Gesellschaft einzudringen und aktiv zu werden. Dieses Jahr gelang es uns, sie eine Prüfung machen zu lassen, der Mittelschule. Diese Prüfung wird auch vom Staat anerkannt. Das Personal sieht man hier, sie sind Freiwillige, sie verdienen nichts. Aber alle sehen ein Gut, das bewahrt wird, was gepflegt wird, dem man hilft. Die Herausforderung der Hoffnung anzunehmen bedeutet, sich menschlich angenommen zu fühlen, jenseits von Wind und Sonne, und die Mühe des Lebens anzunehmen, angesichts des scheinbaren Sieges des Bösen, der die Welt verwundet. Eine andere Geste der Hoffnung war in diesem Sommer das Sommerlager der Kinder. Wisst ihr, wie viele das sind? 350 Kinder. 100 mehr als im letzten Jahr. Während sie dieses Fest feierten zur Eröffnung, hörte man die Bombardements. Wir hatten keine Angst. Menschlich ja, klar, dass man Angst haben muss. Aber wir ließen uns nicht davon bestimmen, nicht besiegen von dieser Angst. Wir haben geschrien mit den Kindern. Wir wollen Freude, Heiterkeit, Friede. Wir wollen leben. Wir wollen genießen. Wir wollen tanzen. Wir wollen leben. Wir wollen als Menschen und als Geschöpfe Gottes angeschaut werden. Ich möchte, dass auch ihr das empfinden könnt in wenigen Augenblicken. Ich möchte genießen, ich möchte singen, ich möchte froh sein, meine Aufgaben machen, ich möchte die Glocke meiner Schule hören, ich möchte meinen Traum verwirklichen wie alle anderen, ich möchte leben in Heiterkeit. Herr, vergiss uns nicht, du bist unser Beschützer. Und in diesem Augenblick, in diesem Platz, war vor einem Monat diese Rakete eingetroffen, schaut auf das Fenster, die eine Person getötet hat. Die Dschihadisten, das Böse ist fähig, auch unsere Heiterkeit zu zerstören. Aber wir wollen nicht besiegt sein vom Bösen. Wir wollen mit dem Guten jedes Böse besiegen. Hier ist der Schrei von Personen, kleiner Personen, Kinder, die schreien, die leben wollen, in Frieden leben wollen, heiter leben wollen, weil der Krieg alles verstummen lässt. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern auch von Heiterkeit, von der Möglichkeit zu wachsen. Von allen Dimensionen, geistlichen Dimensionen und auch den tieferen Dimensionen eines physischen Wachstums. Wir hatten durch die Gnade Gottes und die Hilfe von vielen Unterstützern die Möglichkeit, das Schwimmbad zu säubern, was wir in unserem Kolleg hatten in St. Antonius. Und schaut mal, wie sehr die sich freuen. Der Trainer hat gesagt, dass sie völlig vergessen haben, wie man schwimmt. Seit 2-3 Jahren konnten sie nicht mehr schwimmen. Und an einem Tag, das werden wir jetzt auch hören, physisch. Sie grüßen euch. Ciao an alle Teilnehmer des Meetings von Rimini. Es gelang uns also, sie aufzunehmen dieses Jahr. Letztes Jahr nicht, weil es kein Wasser gab in Aleppo. Es wäre absurd gewesen, kontraproduktiv ein Schwimmbad zu füllen, während die Leute an Durst sterben. Dieses Jahr
haben wir einen Brunnen gefunden in unserem Konvent und konnten also so viel Freude diesen jugendlichen Menschen und ihren Familien, die in Hunderten kamen, zu bieten und zu schenken. 400 Personen kamen zu unserem Konvent und dies ist das Klima, was ihr da findet. Freude, Heiterkeit, Friede, Ruhe. Nur wenn die Zukunft sicher ist, wird auch die Gegenwart lebbar. Das Christentum war nicht nur eine gute Nachricht, eine Mitteilung von Inhalten bis zu diesen Momenten. In unserer Sprache würde man sagen, die christliche Botschaft war nicht nur informativ, sondern sie hat etwas bewirkt. Das meint, das Evangelium ist nicht nur eine Mitteilung von Dingen, die man wissen kann, sondern eine Mitteilung, die Dinge hervorbringt und das Leben verändert. Die Zukunft wird aufgerissen. Wer Hoffnung hat, lebt anders. Ihm wurde ein neues Leben geschenkt. Das suchen wir jeden Tag. Und wir wollen das Leben auf unserer Haut mit allen Sorgen. Und wir sind nicht so sehr besorgt um uns selber, sondern wegen des Schicksals der armen Christen, die wir um uns herum haben und in unseren Händen. Aber wir wollen auch als Personen eine Kultur des Friedens aufbauen. Wisst ihr, in Aleppo, in Syrien, aber in allen Kriegsländern, alles ist vergiftet. Das Wasser, die Nahrung, auch der Intellekt lebt ein Mangel an Kultur, Kultur des Hasses, des Terrorismus. Wie retten wir unsere Jugendlichen? Indem wir ihnen eine Erziehung anbieten zum Altruismus, Respekt des anderen, zur Aufnahme des anderen. Aber ohne zu vergessen, dass wir eine eigene Identität haben, wer wir sind. Wir sind für den Herrn da. Er hat uns sein Evangelium anvertraut. Unsere DNA ist es, Christen zu sein. Und wir sind stolz darauf. Aber wir sind nicht egoistische Christen. Wir sind nicht eingeschlossene Christen in unserer Insel, in unserem Ego. Wir sind Christen, weil wir glauben, dass wir auch sein können, ein Geschenk für den anderen. Alle Konflikte im Mittleren Osten haben einen einzigen Grund. Der Wunsch, alles zu behalten. Es gibt ein anderes Problem. Wir können dem anderen nicht vergeben. Mit dem ganzen Respekt, den ich habe, aber der Jude sagt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Auch unsere muslimischen Freunde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber das ist ein Circulus Vitiosus. Wie durchbricht man ihn? Wie besiegt man ihn? Nur der Christ hat eine Antwort, eine konkrete Antwort. Jesus sagt, der am Kreuz gewagt hat, auch seinen Feinden zu vergeben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nicht, weil er die Gewalt rechtfertigt und das Leiden, das Böse, sondern weil er versucht, die Person zu erobern, die nicht bösartig ist, sondern die unglücklich ist. Wir glauben, dass wir eine Mission haben, einen Auftrag in diesem Kontext, in diesem geografischen Raum, aber auch in diesem Heilsraum des Heiligen Landes, in Aleppo, in Syrien. Und wir wollen diese Botschaft leben. Dieses Foto habe ich es vom Fenster aus gemacht in Aleppo. Und es sagt mir sehr viel. Wir leben im Dunkel, im absoluten Dunkel, in einem Tunnel, wo wir den Ausgang nicht sehen können. Wir sehen nicht den Weg heraus. Es ist kein Bürgerkrieg, sondern ein Krieg von Weltinteressen, verschiedenen Interessen von außen. Es bedarf einer Gabe von oben, um Frieden zu schenken, dieser leidenden Erde. Aber da jeden Morgen die Sonne aufgeht, ohne dass wir das merken, gibt es ein Motiv, um zu hoffen. Auch die dunkelste Nacht des Bösen wird vorbeigehen. Alles geht vorbei. Alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Hoffen wir, dass auch die Sonne der Gerechtigkeit und des Friedens
regieren kann und ein Ende setzen kann gegenüber dieser Leid, dass am Ende doch der Friede kommen wird. In Syrien, und das könnte auch ein Thema sein, was interessant ist, auch für Senior Figel, dieser Priester, Pater François Murat, er wurde vor 3 Jahren ermordet, barbarisch, mit 7 Messerstichen von Dschihadisten an der Grenze zur Türkei, 2 Schritte weg von der Türkei. Eine Person, der die kleine Herde nicht verlassen wollte. Er hatte 8 Pfarreimitglieder und er sagte, ich gehe dorthin. Ich bleibe bis zum letzten Augenblick, solange noch jemand da ist an Gläubigen. In dieser Zone war auch ich mal. Für 2 Monate habe ich den Pfarrer ersetzt, der eine kleine Pause machen musste und wieder Energie treffen wollte. Ich habe mich in einer Situation gefunden, die extrem dramatisch war, nämlich ich musste diesen Martyr tragen, auf Händen nehmen und beerdigen. Ich kam in das Tal des Todes, wie die Bibel sagt. Ich musste den ganzen Weg hinlang den Psalm rezitiert, der Herr ist mein Hirte, nichts fehlt mir. Auch wenn ich in dunklem Tal gehen müsste, ich würde nicht das Böse fürchten, denn du bist mit mir. Nur aus Gnade Gottes und durch Hilfe von Freunden konnte ich würdig die Beerdigung dieses Martyrers feiern. Aber auch andere 3 Schwestern, ganz alt und krank, die terrorisiert waren, eine ganze Nacht lang, sie warteten nur darauf, dass sie sterben würden. Es ist uns gelungen, durch die Gnade Gottes da hinzugelangen, in diesen Ort, was jetzt ganz in Händen der ISIS ist. Aber niemand konnte den Fuß dorthin setzen und lebendig wieder rauskommen. Wenn ich lebendig bin, ist nur um zu erzählen, dass es viele Personen gibt, die Hoffnung hatten und die auch jetzt noch Hoffnung haben. Viel Hoffnung, die nicht für sich allein leben. Die leben, um das Gute zu leben, um das Gute zu tun, soweit es ihnen möglich ist, mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Pater François Murat, Pater Franz van der Lacht, der ein Holländer war, ein Jesuit, auch in Homs. Er hat beschlossen, dort zu bleiben, trotz aller Appelle seiner Botschaft. Er hat beschlossen, bei den Muslims und Christen zu bleiben und mit den wenigen Armen, die in der alten Stadt geblieben waren. Einen Tag, bevor eine Einigung erzielt wurde, haben sie ihn erschossen. Und als letztes Pater Schack, Opfer des Terrorismus, auch er. Habt ihr Angst vor dem Terrorismus? Fragen sie uns oft. Aber die Angst ist ein sehr natürliches Gefühl des menschlichen Wesens. Aber wer Glaube hat an den Herrn, der Herr des Lebens und der Geschichte ist, ich glaube, er kann sogar manche Ängste überwinden. Und besonders, wenn wir im Herzen haben, das, was der heilige Paulus gesagt hat, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Zukunft noch Gegenwart, weder Mächte noch Tiefen noch Höhen und keine andere Kreatur wird uns jemals trennen können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und dieser Regenbogen, auch von einem Foto gemacht aus meinem Zimmer, wenn ihr Zeit habt, nach Aleppo zu kommen, ihr seid wärmstens eingeladen, dann werde ich euch zeigen. Ihr seid willkommen und dann werdet ihr sehen, diese Bilder, die wir beim Meeting gesehen haben, aber dann werden wir hoffentlich den Frieden sehen, damit das syrische Volk, aber alle Menschen, die leiden, jede Art von Leiden, von Krieg, von Verfolgung, dass all das aufhört und die Waffe des Krieges aufhört und dass sich eine Ära des Friedens und der Heiterkeit. Danke für eure
Geduld. Dieser Applaus ist die einfachste Art und Weise, aber auch die unmittelbarste, die wir haben, um ihnen zu zeigen und ihnen zu sagen, wie es ihre Angehörigen gesagt haben und ihre muslimischen Freunde, auch wir sind da. Vielleicht können wir heute nur Applaus geben, aber das ist das Zeugnis unserer Sehnsucht, mit euch zu sein, mit ihnen zu sein. Mit allem, was wir können. Wie ich gesagt hatte, Jan Figel ist aus der Slowakei. Er hat einen langen Weg als politischer Mensch. Er war Kommissar und kam schon mal in dieser Funktion zu uns. Er ist mindestens das zweite Mal hier. 2007 war er da und war damals Kommissar für die Ausbildung, für die Bildung. Heute ist er in dieser neuen Aufgabe bei uns, die wir besser gern verstehen möchten. Vielleicht können wir auch nützlich sein. Wie können wir diese neue Seite des europäischen Bewusstseins in diesen großen Themen beitragen? Vielen Dank für die Einladung in Rimini. Ich möchte für die Familien und die Opfer meine Solidarität ausdrücken und mit dem italienischen Volk. Was geschehen ist und geschieht, bestätigt, dass wir alle verletzbar sind, sterblich sind. Und wir brauchen uns gegenseitig immer mehr. Siebenunddreißigste Ausgabe des Meetings ruft in mir eine große Wertschätzung hervor, dass Comunione Liberazione nicht nur schon die zweite und dritte Generation junger Italiener hervorbringt, um einen kulturellen Dialog und einen Dialog der Freundschaft hervorzubringen, eine Ethik für Verantwortlichkeit. Das ist wichtig für euch, für euer schönes Land, für Italien, für Europa, aber für eine Welt allgemein, für eine neue Welt. Warum bin ich hier nochmal? Weil ich erneut eingeladen wurde. Ich danke auch herzlich dafür. Und ich lerne hier auch. Ich bekomme viele Inspirationen, Anregungen. Eben jetzt dieses Zeugnis aus Syrien, wie wir es gerade hören konnten, von Pater Firas. Ich war hier als ein Kommissar für Kultur und Bildung, Erziehung. Vieles ist geschehen und ist anders geworden seither. Jetzt bin ich hier als ein Gesandter für die Förderung von Religionsfreiheit außerhalb der Europäischen Union. Und das ist etwas wirklich Neues. Vielleicht spät, vielleicht sehr spät, aber mindestens jetzt hat die Europäische Union ein klares Signal gegeben, dass Religionsfreiheit ein wesentlicher Wert und wichtig ist auf
in allen Bereichen, dass wir das vertiefen müssen und mehr darüber lernen müssen. Es wurde in Rom ausgedrückt, im Vatikan, bei der berühmten Feier, als Papst Franziskus den Karlspreis erhalten hat, als ein großer Europäer, obwohl er aus Argentinien kommt. Ich denke, es war eine gute und richtige Entscheidung, die Europäische Union wollten nicht nur ihre Wertschätzung ausdrücken, sondern auch sich einlassen, um mehr zu tun für Religionsfreiheit in der Welt. Denn die menschliche Würde vereint uns als erstes, nicht nur hier. Wir sind alle gleich in der Würde und wir sind all unterschiedlich. Denn jeder ist originell, ist einzigartig. Das ist das Prinzip der Schöpfung und des Schöpfers. Und Freiheit jeder Person beginnt mit der Freiheit des Bewusstseins. Es geht weiter mit Freiheit des Denkens, Freiheit des Glaubens, der Religion, der Ausdrucksweise, der Vereinigung, Versammlungsfreiheit. Und es ist auch eine Freiheit, die Religion zu wechseln oder auch nicht zu glauben. Wir sind frei. Wir sind freie Wesen. Und das sollten wir pflegen, diese Gabe. Denn Religionsfreiheit im 20. Jahrhundert, im 21. Jahrhundert, ist unter großem Druck. Und die Tendenz ist eher negativ. Es gibt immer weniger Religionsfreiheit. Sie ist immer mehr bedroht. Und unsere beste Antwort zur Gabe der Freiheit, die uns gegeben wurde in Europa, ist, uns darum zu kümmern und zu helfen, dass die menschliche Würde verteidigt wird. Ich habe jetzt ein Mandat für ein Jahr erhalten. Das ist ein Anfang, aber ein wichtiger Anfang, um etwas einzurichten, um eine Agenda einzurichten, Prioritäten festzulegen, Beziehungen zu stiften, Handlungen einzuleiten und dann eine wirkliche Agenda für Religionsfreiheit in der Welt zu formulieren. Es gibt mehrere Prioritäten in der Welt. Nummer eins ist die Priorität im Mittleren Osten. Für mehrere Gründe, die ich nennen werde. Dann Südostasien, Nord- und Zentralafrika. Und dann gibt es mehrere thematische Prioritäten. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie Frieden unterdrückt werden kann und begrenzt werden kann. Zum Beispiel haben wir in der Welt totalitäre Regime, wie wir es auch in Europa hatten. Es gibt gesetzliche Fakten, die Minderheiten bedrohen und Blasphemie darstellen. Es gibt Länder mit Diskriminierungen und es gibt Länder und Gegenden, in denen Ethnien und religiöse Minderheiten leiden müssen und von Gewalt bedroht werden. Ich kam hierher, um beizutragen, einen Beitrag zu leisten in dieser Debatte der Hilfe für den Mittleren Osten.
Aber dies ist verbunden mit einer Hoffnung für Europa, einer Hoffnung für uns alle. Wir leben in einer Zeit, in der wir sagen können, zumindest ist das meine persönliche Meinung, wir sollten ein Jahrhundert schließen, ein Jahrhundert, das so blutig war, mit zwei Weltkriegen und dann Kalter Krieg, blutige Grenzen in Gulags, in Konzentrationslagern, Gaskammern, all dieses ging von Europa aus. Und auch ein Jahrhundert der Genozide, der Völkermorde. Zuletzt hat das deutsche Parlament eine Resolution verabschiedet, in dem es sagte, dass der Massenmord der Armenier 1915-16 ein Genozid war. Also in einem Jahrhundert. Und inzwischen war dann die Vernichtungslager der Nazis. Wir hatten Genozid in Kambodscha, in Ruanda, in Bosnien. Und ich denke, wir haben jetzt ein Genozid im Mittleren Osten. Und ich meine das wirklich so. Das ist ein ernsthafter Ausdruck unter dem internationalen Gesetz. Was sollte nun vorherrschen nach diesem Jahrhundert? Dies führt zu einer relativ einfachen Antwort. Wird Angst und Gleichgültigkeit vorherrschen oder Menschlichkeit und Solidarität? Denn Frucht des Ersten sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und Frucht des Zweiten ist Frieden, Versöhnung, Stabilität und Reichtum. Du bist ein Gut für mich oder du bist ein Problem für mich. Dies ist ein Paradigma, eine Frage. Denn wenn wir unsere Menschlichkeit verstehen als eine Familie, dann ist der Zugang ein anderer. Wenn wir alles aufteilen unter uns, dann beginnen wir vom falschen Ausgangspunkt. Diese Meetings in Rimini seit Jahrzehnten sind Treffen der Hoffnung, eines Dialoges, einer Freundschaft. Und es baut eine neue Mentalität der Hoffnung auf. Unsere Quellen der Hoffnung ist Glaube und Vernunft, beide. Es gehört zu jedem als eine Gabe, als ein Geschenk. Wenn wir es mit Verantwortung einsetzen und nutzen, sind wir stärker. Wir teilen keine Angst mehr, sondern Mut. Und wir haben das vom franziskanischen Pater gesehen in Aleppo, wie das dann praktisch aussieht. Im Mittleren Osten, wie Roberto sagte, gehört zu uns, ist Teil von uns. Ich denke, es ist ein Test, was im neuen Jahrhundert vorherrschen sollte. Denn im Mittleren Osten ist ein Fokus für die ganze Welt. Es ist ein Kreuzungspunkt von internationalen Beziehungen. Ein Ort, wo unsere Kulturen und Zivilisationen ihre Wurzeln haben und sich drei monotheistische Religionen treffen und berühren. Gestern hörten wir über das Meeting von zwei wichtigen Brüdern im Glauben. Patriarch von Rom und Patriarch von Moskau, Papst Franziskus und Patriarch Kirill.
Vielleicht wäre das früher möglich gewesen, es war zum ersten Mal, aber es geschah als Faktum. Und es war wirklich eine Begegnung, um etwas zu tun, zusammen, um Brüderlichkeit zu zeigen und in konkreten Schritten zu bezeugen. Ich denke, wir warten noch zu lange und tun zu wenig für diese Zugehörigkeit. Wir müssen an Geschwindigkeit zulegen. Aber der nächste Schritt ist die Anerkennung und ein Befürworten dieser abrahamischen Religionen, auch als ein Aspekt der Zivilisation. In der Charta der Menschenrechte gibt es viele Rechte. Man könnte sie aufzählen, aber es sind nur zwei Pflichten, zwei Verpflichtungen für jeden. Eine davon ist, in Brüderlichkeit zu leben, gegenseitig. Es ist genug, alle Rechte in einem Gleichgewicht zu halten. Was ich hier betonen möchte, ist klar: Wahrheit befreit. Wir müssen die Realität kennen, die Fakten kennen über den Mittleren Osten. Denn man muss die Wahrheit anerkennen, um zur Gerechtigkeit zu kommen. Und nur durch die Gerechtigkeit kommt man zu Frieden. Und Frieden ist die Basis für Stabilität und Reichtum. Aber es ist schwierig zu erreichen. Aber wir müssen sehr viel dafür arbeiten. Daher menschliche Unterstützung für Syrien, aber auch militärische Aktivitäten. Wo eine globale Union von Kräften versucht, allmählich das Land wieder zu befreien von den ISIS-Kräften. Man muss diese Organisation beseitigen als Vorbedingung für den Frieden und Stabilität im Mittleren Osten. Das Verbrechen, das dort begangen wird, ständig, ist sehr hoch einzustufen. Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber in vielen Botschaften, die wir sehen konnten, und hören konnten, über systematische und langzeitliche Beseitigung von religiösen und ethnischen Minderheiten, Christen, Jesidis, auch besondere Gemeinschaften von Moslems und anderen. 1948 gab es eine Konvention nach dem tragischen Zweiten Weltkrieg. Das Motto damals war: niemals wieder, niemals wieder. Aber oft seither hatten wir wieder einen Bruch gehabt gegenüber diesem Versprechen. Es gab ein Buch mit dem Titel Niemals wieder. Das ist über die gebrochenen Versprechen im Mittleren Osten. Denn wenn wir früher beweisen mussten, dass es Verbrechen im Nachhinein beweisen mussten, ist es jetzt offensichtlich. Aber die das machen, die erklären dabei auch noch ihre Ideologie und verbreiten Furcht durch Bilder, durch Broadcasting, durch Botschaften, soziale Netzwerke. Was dort geschieht in ganz kurzer Zeit, ist die größte Verfolgung, die wir kennen. Seit 2003 ging von 1,4 Millionen
von 2011 wurde von 2 Millionen auf 1 Million zurückgegangen. Die Menschen werden vertrieben von ihrer Heimat durch ISIS. Frauen werden entführt. Viele werden getötet, gefoltert. Diese Massenerscheinungen wurden verkündet als ein Genozid, wurden vom Europäischen Rat, vom Europäischen Parlament und von den USA, vom State Department, vom Kongress, vom britischen Parlament und vom australischen Parlament. Ich denke, die Zeit ist gegeben, darüber zu sprechen. Auch hier in Italien, im italienischen Parlament und in anderen Parlamenten. Wir müssen den Stimmlosen eine Stimme verleihen. Wir brauchen Vereinte Nationen, die Handlungen ergreifen, die eingreifen können, wirksamer eingreifen können. Im Bereich des Sicherheitsrates und im Internationalen Gerichtshof. Unsere Rolle besteht aus drei Aspekten. Wir müssen diese schrecklichen Gewalttaten stoppen. Wir müssen den Opfern helfen, zweitens. Und drittens, wir müssen Vergehen, Verbrechen verfolgen, denn Gerechtigkeit ist wichtig. Dann auch vergeben, das macht Sinn. Aber das Verbrechen muss beim Namen genannt werden. Und Verbrecher müssen gefangen genommen werden. Es muss genau untersucht werden, was sie getan haben. Wir müssen die Rache unterbrechen, durchbrechen. Wir müssen unterbrechen, was da vor sich geht. Gibt es eine Hoffnung für den Mittleren Osten? Meine und unsere Antwort, denke ich, ist ja. Weil Hoffnung für den Mittleren Osten bedeutet, es ist unsere Hoffnung. Wie viele Menschen hätten vor 70 Jahren gesagt, dass Europa ein Ort der Hoffnung werden kann nach solchen blutigen Weltkriegen? Jetzt können wir gar keinen Krieg uns vorstellen zwischen Frankreich, Deutschland, Italien. Und das war der Traum, aber auch das Versprechen von Adenauer, Schumann, de Gasperi. Sie hatten nicht mehr Macht. Sie hatten mehr Mut, Überzeugung, Glaube und Gründe im Herzen, um in allmählichen, praktischen Schritten der Solidarität eine Gemeinschaft des Friedens aufzubauen. Der Nahe Osten, die Nachbarschaft, ist nah bei uns und sollte auch mental nah bei uns sein und in unseren Herzen. Wir können nur das geben, was wir haben. Wir müssen unsere europäische Hoffnung teilen, dass es möglich ist, zu versöhnen und eine Gemeinschaft neu aufzubauen. Gemeinschaft von Werten, Gemeinschaft von Regeln. Und die Religionen können beitragen. Sie werden oft missbraucht, wie sie auch in Europa in der Vergangenheit oft missbraucht wurden. Die Trennlinie ist nicht zwischen Kulturen und Zivilisationen. Wenn es eine Trennlinie gibt, dann geht sie durch unsere Herzen und Gedanken. Und es liegt an uns, was wir unterstützen, was wir mittragen.
Die Trennlinie ist zwischen Fanatismus auf einer Seite und Respekt der Menschenwürde auf der anderen Seite. Und in unserer Geschichte gab es viele Phänomene von Fanatismus. Religionen, Atheisten, politische Fanatismen, ethnische Fanatismen, aber auch große Inspirationen und Beispiele von Verantwortlichkeit, von Verantwortung. Wir müssen moderate Kräfte fördern und unterstützen in den islamischen Gemeinschaften, muslimischen Gemeinschaften. Wir brauchen mehr Erziehung, mehr Dialog, aber auch mehr Kooperation, Zusammenarbeit zwischen Kulturen und Religionen. Denn Ignoranz bringt Intoleranz mit sich. Ich möchte abschließen, indem ich nochmals ausdrücke, dass der Einsatz für Religionsfreiheit kam mit der Zeremonie in Rom. Papst Franziskus beim Empfang des Karlspreises, denke ich, hat diesen Preis bekommen, auch wegen seines ersten Besuchs in Lampedusa und dann auch, als er nach Lesbos ging und mehrere Familien aufgenommen hat. Papst Franziskus erinnert daran, dass Jesus Christus auch ein Flüchtling war. Ich möchte daher auch ihm öffentlich danken für seine Inspiration, sein Beispiel und sein persönliches Zeugnis. Als ich Ihre Ausstellungen hier besuchte, möchte ich Ihnen auch beitragen zu diesem konstruktiven Kampf der Italiener mit den Wellen an Flüchtlingen und Migranten für eure menschlichen Korridore. Das ist ein großes Beispiel für Solidarität und Menschlichkeit. Liebe Freunde, das Böse heißen Angst und Gleichgültigkeit. Wir sollten keine Angst haben und wir sollten handeln nach Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Ich war ermutigt hier, nicht nur für Beispiele, durch die Beispiele von gestern, sondern auch einen Tag davor. Eins von gestern war die Bekehrung eines früheren Verbrechers, Daniel aus Brasilien, zu einer großen Persönlichkeit. Saul wurde zu Paulus. Das ist wichtig für jeden von uns, um für das Gute zu entscheiden, dass es möglich ist, sich für das gemeinsame Gute zu entscheiden. Der Großmufti von Zagreb in Kroatien besuchte islamische Länder, um die Führer dort aufzufordern, um christliche Minderheiten mit Respekt zu behandeln, so wie muslimische Minderheiten in westlichen Ländern respektiert werden und mit Würde behandelt werden. Er möchte diese Führer fragen, bitten, sich zu verhalten wie Papst Franziskus. Das ist großartig, eine goldene Regel. Behandle die anderen so, wie du behandelt werden möchtest. Das ist einfach. Du bist ein Gut für mich, euer Motto bei diesem Meeting, erinnert mich an eine Idee eines französischen Philosophen, Paul Ricoeur,
Jeder braucht einen anderen, um sich selbst zu finden. In diesem Geist danke ich euch und ich wünsche euch allen, dass der Geist von Rimini verbreitet wird, nicht nur in Italien, sondern in der internationalen Gemeinschaft. Danke. Nachdem wir verstehen wir, dass wir ein solches Europa brauchen, nachdem wir dieses gehört haben. Vielleicht ist es ein bisschen spät, aber wir können anfangen mit unserer ganzen Sehnsucht beizutragen mit Menschen wie Ihnen. Danke für diese Worte. Und er hat etwas sehr Wichtiges gesagt, etwas sehr Wichtiges. Zeichen eines Willens, eines neuen Willens von Europa. Ich möchte noch mal für einen kleinen Moment zurückkehren zu Pater Firas. Und ich nutze diese Gelegenheit, auch viele diplomatische Freunde zu grüßen, etwas außerhalb des Programms. Hier sehe ich den Botschafter von Honduras. Und ich habe ihn Chef der Freiwilligen genannt, weil er die Ausstellung über die Barmherzigkeit vorangetrieben hat und er wird es in die ganze Welt bringen. Deswegen muss ich euch, erlaubt mir das außerhalb des Protokolls, wir sind schon viele Freunde, seit langer Zeit Freunde, aber ich muss das jetzt ausdrücken außerhalb des Protokolls, um Ihnen das zu sagen. Ich sehe auch die Freude aus einer anderen Gemeinschaft, Corais, der islamischen Gesellschaft in Italien, mit der uns eine große Freundschaft seit Jahren verbindet. Sie haben eine große Aufmerksamkeit, die der Vorsitzende immer für uns hat. Vielen Dank für eure Gegenwart. Noch ein Wort mit Pater Firas. Er sagte, es ist eine Gemeinsamkeit von der Gemeinsamkeit von Löwe und Pferd. Also etwas von beiden liegt da drin, dieser Kraft, diese Energie von beiden Tieren. Ich muss sagen, dass in diesen Jahren wir immer wieder viele Persönlichkeiten eingeladen haben, Zeugen aus dieser Gegend der Welt. Wir machen das mit einem bestimmten Egoismus, wenn ich so sagen darf, weil wir jedes Mal solche Personen hören müssen wie Sie. Unsere Möglichkeit der Hilfe kommt erst als zweites, wenn wir etwas gelernt haben, nach der Hilfe, die ihr uns gebt. Die Hilfe zu einer Fülle, einer menschlichen Fülle, zu einer Öffnung hin, zu einer Aufnahme, zu einer Hartnäckigkeit, zu einem Heroismus, wir haben die Bilder gesehen, was es bedeutet, dort zu leben, für die anderen. Eben, wir sind ein bisschen egoistisch, wenn wir oft darum bitten, immer wieder, dass solche Personen kommen, weil wir brauchen das. Wir müssen etwas von euch lernen, von Personen wie Ihnen. Nachdem ich dies gesagt habe, wollen wir auch nicht undankbar sein. Deswegen ist unser erster Applaus am Anfang etwas Spontanes gewesen, nicht formal. Es war spontan, euch nahe zu sein, nahe zu stehen, auch dem Kustode nahe zu stehen. Wie können wir euch das wieder zurückgeben? Ich weiß nicht, ob das, was wir tun, wir machen das einfach, weil wir es so fühlen, weil wir es so empfinden, als unsere Pflicht, fast spontan. Wir sind gerufen dazu und wir machen es so, wie wir sind.
Zweite Sache, es ist schön, in den Mittleren Orient zurückzukehren, weil dort alles entstanden ist. Die Sonne kommt von dort. Das ist der Stolz, den wir haben, dass sogar die Sonne von dort kommt. Wie Jesus sagte, wem viel gegeben wurde, von dem wird auch viel verlangt werden. Also wenn uns diese Gnade gegeben wurde, dass dort im Heiligen Land alles entstanden ist, im Land der Patriarchen, Abraham, Adam und Eva, noch vorher, ganz am Anfang, unsere Ureltern. Also wir haben eine Gnade bekommen, wir haben eine Ehre, dort zu bleiben, zu leben. Es ist ein Schatz, der uns gegeben wurde. Und auch eine große Verantwortung ist damit verbunden. Was könntet ihr beitragen, nachdem ihr das gehört habt? Als ich nach Rimini kam, am 20., war ich von Freunden eingeladen auf einen Platz von Rimini. Seit 2 Jahren macht man dort ein Gebet, ein Gebetsmoment, und es gibt immer eine Person, die ein Zeugnis gibt, möglichst direkt aus einem schwierigen Moment heraus, wie ein Konflikt, eine Krise. Und sie haben mich gefragt, dazu beizutragen. Und ich mache das gerne, nicht um mich sehen zu lassen, dass ich ein toller Typ bin und gut Italienisch kann, sondern weil ich denke, es ist meine Mission. Meine Mission zum Beispiel aktuell, jetzt ist es, euch dieses Fenster auf dem Mittleren Osten zu öffnen. Das, was dort geschieht im Moment. Das, was eure menschlichen Brüder dort durchleben im Moment. Der erste Beitrag, den ihr leisten könnt und was ihr schon tut, ist der, so wie ihr seid, dass ihr teilnehmt am Schmerz, am Leiden, besonders im Gebet als erstes. Ich bin ein Gläubiger. Signor Figel sagte, man muss alle respektieren, auch wer nicht glaubt an Gott. Aber da meine Berufung darin besteht, meine Freude aus dem Glauben kommt, kann ich nicht weniger machen, weil mir das am meisten hilft, auch in diesem Kontext, der so schmerzhaft und voller Leiden ist und so tragisch. Ich bitte besonders meine Freunde in der ganzen Welt und benutze dabei die Symbologie des heiligen Paulus, indem er die Kirche als einen einzigen Leib darstellt und wir sind alle Glieder, die einen am Leib wie die anderen. Und ich vergleiche mit Mutter Teresa, die in wenigen Tagen heilig gesprochen wird. Und wir sind alle froh darüber, dass wir eine solche Schwester im Himmel haben werden, die aus unserem Fleisch und Blut stammt. Der ganze Leib der Kirche freut sich darüber. Auch die Buddhisten freuen sich, die sie getroffen haben in Kalkutta. Aber ähnlich und in gleichem Maße, wenn ein Teil leidet an diesem Leib, dann müssen alle Glieder leiden. Also das Gebet ist wichtig als Teilnahme, sich als Brüder und Schwestern zu empfinden, um dem anderen zu helfen, geistlich. Dann kann jeder seinen Beitrag leisten aus seiner Rolle, die er im Leben hat. Ich bin kein Politiker, aber die Politiker und Signor Figel hat das in einigen Worten mit mir schon ausgetauscht. Sie haben eine Rolle, die Politiker in der ganzen Welt, indem sie nicht egoistisch Dinge ausnutzen und indem sie den anderen nicht Böses antun, indem sie die Probleme möglichst kleiner machen in der Welt. Auch die Journalisten. Die Rolle eines Journalisten heute ist, die Wahrheit zu berichten, indem man die wahren Dinge, die Dinge wahr berichtet im Mittleren Osten, in Syrien, in den Orten, wo der Krieg so gefährlich ist. Also eine Information anbieten, nicht eine Desinformation.
nicht einen Aspekt zu überbetonen, der nicht wichtig ist. Eine Notiz in den Mittelpunkt zu rücken, die sekundär ist. Und keine falschen Notizen oder Nachrichten zu verbreiten. Also, das Gebet, jeder in der Rolle, die er hat, seinen Einfluss geltend zu machen. Und das dritte, grundlegende Element, und auch das macht ihr schon, ist auch ein wirtschaftlicher Beitrag. Wenn wir weiter davon reden, dass man die Christen unterstützt, jede arme Person, die an unsere Tür klopft, dann, weil wir Freunde haben, die uns sagen, in dieser Pfarrei haben wir so und so viel Geld eingesammelt für euch. Ich mache zwei kleine Beispiele und komme dann zurück zu dir. Entschuldigt, wenn ich zu lange spreche, aber das Thema ist, liegt mir zu sehr am Herzen. Zwei Beispiele, zwei wahre Beispiele. In einer Schule in Grosseto, in einer Grundschule, hatte ich den Kindern erzählt von dem Konflikt in Syrien, von den Kindern dort. Nach einigen Monaten komme ich zurück und ich war total überrascht von der Geste. Sie haben mir in einem Schachtel etwas gegeben. Das sind die Dinge, die wir sammeln konnten für eure Kinder in eurem Sommerlager. Das sind Gesten, die so klein sind, aber aus vielen kleinen Opfern. Schöne kleine Opfer. Beeindruckend. Was sind diese Opfer? Wir haben verzichtet auf ein Eis. Wir haben verzichtet auf neue Schuhe. Wir benutzen noch die alten. Wir haben verzichtet auf einen Ausflug von 10 Tagen und haben nur 3 Tage Ausflug gemacht. In diesem Umschlag findet ihr die kleinen Verzichte, die als Opfer nach Syrien gehen. Zweites Beispiel. Freunde, die eine Hochzeit gefeiert haben. Sie haben schon entschieden, dass sie keine Geschenke annehmen bei diesem wunderbaren Augenblick, sondern dieses Geld den Kindern zu widmen oder den Familien, die leiden in Syrien. Ich habe nur 3 Dinge genannt. Das Gebet, die Treue und die Mission in jeder Rolle, die man hat, in der Funktion, und die Großzügigkeit, die aus konkreten Gästen besteht, mit dem Herzen gemacht. Sie sind in der Tschechoslowakei geboren. Sie haben große Veränderungen erlebt in ihrem Leben, nachdem sie ein Europa voller Veränderungen erlebt haben. Sie haben viel in europäischen Institutionen gearbeitet. Was bringt diese neue Verantwortung für Sie? Ganz persönlich möchte ich Sie das fragen. Nicht nur als eine Tätigkeit, sondern als einen Dienst. Noch wichtiger als nur eine Funktion. Vielleicht wichtiger als das, was Sie vorher gemacht haben. Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, mit diesem Gefühl da drin. Ich denke, dass jeder eingeladen ist, seine Rolle und Mission zu leben. Man kann über einen Priester sprechen, einen Lehrer, einen Doktor oder einen Politiker. Es hängt davon ab, wie wir das Leben verstehen und auf das Leben schauen. Ob wir es als einen Dienst verstehen, zum gemeinsamen Gut. Ich denke, dann finden wir die richtigen Antworten. Mein Name, Jàn Figel, verdanke ich meinem Onkel, der getötet wurde durch Geheimdienste in der Tschechoslowakei 1953. Viele Menschen konnten solche Fragen nicht beantworten und konnten nicht in einem gemeinsamen, freien Europa leben, auch meine Familie nicht. Mein Vater starb vor dem Kollaps des Kommunismus. Und ich möchte sagen, diese Menschen
hätten gerne unsere Probleme in gewissem Sinne. Mit der Wirtschaft, mit dem Euro. Denn sie hatten nicht keine Freiheit, keine Würde, keine Gelegenheit, das zu leben. Viele Menschen flohen von Europa, weil es Verfolgung gab in Europa. Jetzt kommen viele nach Europa. Welche Situation ist schlimmer für Europa? Oder was ist besser für uns? Anders gesagt. Anziehend zu sein, voller Anziehungskraft? Oder ein Ort voller Angst, wenn man dort lebt? Ich sprach über Gulags, Massengräber, blutige Grenzen. Nicht vor 70 Jahren, sondern vor 20 Jahren auf dem Balkan, Balkankrieg, nicht weit weg von Rimini. So, für mich ist Europa ein Heimatland meines Heimatlandes, Heimat meiner Heimat, größer geworden, ein größeres Zuhause. Und es ist anders, ob man ein Tourist ist oder ein Bürger, der dort lebt. Ich bin ein Bürger von unserem Europa, auch hier in Rimini. Touristen kommen und gehen. Die sich als Söhne und Kinder empfinden, die haben eine Sorge darum. Ich denke, das ist der Punkt. Wir müssen uns verantwortlich fühlen für den Status, für den Zustand unserer Heimat, unseres Zuhauses. In Rimini, in ganz Europa. Und das geht weiter. Ich möchte nicht viel länger sprechen. Christentum und Skepsis passen nicht zusammen. Es gibt so viele Lektionen, so viele Inspirationen und Figuren. Für jeden Führer und Verantwortlichen, das ist das Wichtigste, die Inspiration. Und das fehlt im Moment etwas. Aber ich möchte Sie ermutigen und ich predige nicht dabei. Seit ich das letzte Mal hier war, hat die Europäische Union, unsere Union, unser Zuhause, unsere Heimat, ging durch mehrere kritische Prozesse hindurch. Von Krise zu Krise sozusagen. Das war die Verfassungskrise bei der Vergrößerung Europas, der Europäischen Union. Als Frankreich und Niederlande Nein sagten zur Verfassung, zu dem Vertrag, Entschuldigung. Und nun, wir haben einen neuen Vertrag. Dann kam die wirtschaftliche und finanzielle Krise. Sie wissen viel darüber. Seit dieser Zeit ist Europa stärker geworden, stabiler geworden und wir haben mehr Mitglieder in der Eurozone hinzugewonnen. In der derzeitigen Krise wegen der Flüchtlinge und der Migranten, diese Krise ist sehr viel komplizierter. Sie ist viel vielschichtiger, weil es nicht nur um Geld geht. Es geht um menschliche Wesen. Und ich denke, jetzt muss die Antwort sein, noch wichtiger. Die Antwort muss noch wichtiger sein. Und man nennt es das menschliche Integrieren. Voller Respekt, was kulturelle Dimensionen jedes menschlichen Wesens respektiert. Natürlich auch mit sozialen und materiellen Kriterien, die berücksichtigt werden. Das Letzte, was ich sagen will,
Die meiste Inspiration ist Robert Schumann. Er hat 4 Punkte hinterlassen für jeden von uns. Europa als ein Ort, der die Bestimmung hält, ein freies Europa, was die Bestimmung ermöglicht. Souverän, was nicht von anderen bestimmt wird. Zweitens Europa, was die Menschlichkeit anführt. Nicht nur ein Ort, sondern eine Führungsaufgabe. Drittens Europa, was die Demokratie lebt, als ein Beschützer der Demokratie. Und der vierte Punkt ist sehr wichtig auch. Europa als ein Beispiel einer universellen Solidarität, die so wichtig für den Mittleren Osten ist, für Afrika, für die ganze Welt. Ich hoffe, wir sind reif genug, nicht nur darüber zu sprechen, sondern das einzuführen, einzubringen. Das ist alles. Vielen Dank, dass ich eure Zeit vereinnahmen durfte. Aber ich glaube, das war wirklich der Mühe wert. Einen schönen Abend. Bitte verlasst den Saal, weil dann die nächste Veranstaltung beginnt. Die anderen Organisatoren werden mir verzeihen. Vielen Dank unseren beiden Gästen.